FCBTV News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt. bwin. Manuel Neuer steht gegen Hannover vor seinem 100:0-Spiel in der Bundesliga. Das wäre doch ein schöner Auftakt in die heiße Phase mit 7 Spielen in 22 Tagen. Wobei dem 0:0 natürlich der ein oder andere eigene Treffer gegenüberstehen sollte. Die Ausfälle sind für Pep Guardiola unangenehm, aber auch keine Ausrede. Wir sind nur 17 oder 18 Spiele, fehlt gesund, aber keine Entschuldigung. So now is a Der Präsident hat gesagt, Vollgas. Ist eine große Periode in den nächsten Tagen, nächsten Wochen. Anfang die Champions League und wichtigste Spieler in der Bundesliga, in der Pokal auch die nächste Woche. So jetzt, wir sind bereit für diese Herausforderung. Bereit sollte auch Bastian Schweinsteiger wieder sein. Pep Guardiola zeigt sich diesbezüglich zuversichtlich und erklärt, warum er für ihn weit hinten auch sehr wertvoll ist. Am Morgen? No, er kann nicht spielen von Anfang. Why not? Er hat die letzten 2 Trainer gehalten. Drei Trainer gehalten, sehr gut. Viel besser. In der Bundesliga zu viele Mannschaften spielen mit 2 Stürmer. Manchmal ist es 2 gegen 2. Wir benutzen 3 gegen 2. That's why auf diesem Raum, manchmal, nicht immer, ab und zu, wir benutzen diese Aufbauen. Wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, Überzahl gegen 2 Stürmer also. Außerdem kann Bastian das eigene Aufbauspiel einleiten und gegnerische Konter mit entschärfen. Das Oktoberfest naht mit großen Krügen, Schritten, also wird ab morgen schon das neue Wiesentrikot getragen. Alle Fans, die auch im neuen Jersey das Heimspiel besuchen, haben die Chance auf den Gewinn eines Wiesentisches im Paulanerzelt Winserer Fähndl. Pep Guardiola ist auch schon sehr gespannt auf das Oktoberfest. Ja, ich freue mich. Kann ich mir meine Spieler vertrauen mit dieser Periode? Logisch, Pep, bei so vielen Spielen gibt es höchstens Zielwasser. Thomas Müller bekam heute auch noch ein Ständchen zum 24. Geburtstag. Alles Gute, lieber Thomas, bleib gesund, munter und treffsicher. Bis zum nächsten Mal. Servus.